Ich kann definitiv in den Spiegel gucken und ich sehe mich als Frau, die ihrem Herzen folgt, die versucht stark zu bleiben, die niemals was Böses will oder die auch nicht auf was Böses aus ist, die vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, aber die auch eine Entscheidung im Leben getroffen hat. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe und dieser Fehler besteht für mich darin, dass ich meinen Mann betrogen habe, dass ich ihm nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt habe, dass wir uns nicht beide schon vorher dafür entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, weil wir eben in einer unglücklichen Ehe gelebt haben die letzte Zeit. Ich glaube, wenn einem Menschen sowas passiert, dann ist der allerschlimmste Albtraum, wenn es so in die Öffentlichkeit gelangt und der Ehemann das so erfahren muss. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich es ihm hätte selbst sagen können und dass es alles einfach anders gewesen wäre. Man geht davon aus, dieser Frau sind Mann und Kind egal, die möchte jetzt einfach mal was anderes erleben. Das war es aber überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass es bei mir eher um Schwäche ging, dass mir an Selbstbewusstsein gefehlt hat, einfach das Gefühl, von dem Mann geliebt zu werden oder das Gefühl, auch attraktiv zu sein, da kann man ja einfach so drüber reden, aber wenn man ein Kind bekommt, dann verändert sich einiges bei der Frau und auch in diesem Verhältnis, ne, zwischen Mann und Frau. Trägt das, aber sieht das nicht hier dick Nein, aus? Nein, gar nicht. Ich habe ja auch noch so ein paar Schwangerschaftskilos, die man so ein bisschen verstecken muss. Und deswegen müssen wir gucken, in welchem das am vorteilhaftesten aussieht. Aber dann fühle ich mich so klein, ne? Weil ich bin ja eh nicht groß. Für mich war das kein One-Night-Stand, sondern für mich ist da ja wirklich was entstanden über diese Wochen und Monate, wo man eben als Zuschauer sehen müsste, okay, die ist jetzt nicht nur einfach fremdgegangen, sondern da ist viel mehr dahinter passiert. Wie würdest du aktuell deine Beziehung zu Michael beschreiben? Also wir sehen uns sehr viel, verbringen viel Zeit miteinander und das tut mir im Moment einfach gut. Und was daraus wird, ob da mal was Ernstes draus wird, das wird die Zeit sagen. Ich glaube, dafür ist es jetzt einfach noch viel zu früh. Auch das ist so ein Eindruck in der Öffentlichkeit, ne? Betrug, Pietro weggeschmissen. So ist es gar nicht. Nee. Ja, viele denken einfach, ich wäre fremdgegangen und mir wären im Moment mein Mann und mein Kind egal gewesen. Was aber nicht so war. Für mich war das überhaupt keine einfache Situation, mich mit jemand anderem zu treffen, während mein Mann mit Alessia zu Hause war. Aber ich wusste einfach, die Ehe ist kaputt, da kann man auch jetzt so schnell nichts retten und habe mich einfach nach etwas gesehnt. Ich war auf der Suche nach mir selbst, glaube ich. Am Anfang hätte ich eigentlich schon gerne unserer Ehe noch mal eine Chance gegeben und da habe ich ja auch diese Interviews dazu eben gegeben, ne, dass ich das nicht so einfach wegschmeißen kann. Und jetzt, wo Monate vergangen sind, ne, da sage ich auch, es wird schon seinen Grund gegeben haben. Am Ende war es gut so, weil wir einfach jetzt glücklicher sein können dann in Zukunft. Ne? Ich finde es ehrlich gesagt ganz schlimm, was da jetzt im Moment im Netz passiert und dass man sich auch ja, über diesen Spruch, Hauptsache Alessio geht's gut, so lustig macht, weil da ja eigentlich wirklich ein Ernst hintersteht. Und darüber sollte man sich nicht lustig machen, vor allen Dingen nicht, wenn es um ein kleines Kind geht, was sich weder wehren kann noch irgendwie was versteht. Das kann es ja gar nicht mitbekommen. Und natürlich sprechen wir oft über unseren Sohn, weil er einfach der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Also das ist das, worum es bei mir im Moment eigentlich zu 100% geht. Das ist das Wichtigste für mich. Und wenn man das eben ausspricht, dann ist es eigentlich Blödsinn, wenn sich dann so viele Leute darüber lächerlich machen, die gar keine Kinder haben. Das heißt, die können das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Mein Zukunftsplan besteht eigentlich daraus, so wie es einfach Millionen von Müttern gibt, die alleinerziehend sind und trotzdem arbeiten müssen, um eben Geld nach Hause zu bringen. Und mein Beruf ist jetzt halt eben der in der Öffentlichkeit, den ich auch gerne gemacht habe. Mein Schwerpunkt war eigentlich immer die Musik und damit will ich jetzt vor allen Dingen auch wieder anfangen, weil das ist das, wo ich mich selber am meisten wiederfinde. Wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, der Pietro und ich, Sachen zu klären, gerade mit unserem Sohn, dass er ihn auch oft sieht. Er hat ihn dreimal die Woche, wo er ihn dann abholt. Er sucht sich jetzt eine Wohnung, was ich auch gesagt habe, was sehr wichtig ist, damit er auch mal bei ihm übernachten kann, damit er ein ganz normales Leben auch führt. Ne? Und da habe ich auch gesagt, da kann ich ihm auch gerne helfen. Das gemeinsame Haus, was macht ihr da?
Ich werde in dem gemeinsamen Haus weiter wohnen. Eine der ganz großen Fragen ist ja eben, ob Michael mit in dieses Haus einzieht und quasi Pietros Platz einnimmt. Das sind zum Beispiel auch Sachen, es wird so viel spekuliert und so viel gefragt. Und das Nervigste, ob ich dann schwanger wäre oder ob er schon bei mir eingezogen wäre. Das sind alles Sachen, die sind einfach Blödsinn. Also ich verbringe viel Zeit mit ihm, das stimmt. Und was daraus wird, das werde ich sehen. Pietro und ich hatten generell einfach eine ganz besondere Zeit zusammen und alles wie komplett wie das entstanden ist und was wie wir uns kennengelernt haben, diese alleine die Geschichte war einfach, das wird immer in unserem Herzen bleiben, glaube ich. Das vergisst man auch so schnell nicht. Deswegen ja, wäre es schön, wenn wir Freunde bleiben.